Ja, liebe Freunde, es brennt, sprichwörtlich. Die Chefs der Deutschen Polizeigewerkschaft, Teggerz und Ostermann, haben sich zu Wort gemeldet, wörtlich. Die Sicherheitslage in Deutschland ist desaströs. Messer, Axt, Schusswaffe, tagtäglich haben meine Kollegen lebensbedrohende Einsatzlagen. Und die Politik hat nichts Besseres zu tun, als Phrasen zu dreschen. Das sagen die gewählten Chefs der deutschen Polizei. So deutlich hat sich noch niemand geäußert, außer der AfD. Und wir wissen ja, dass die Polizei auf den Straßen großenteils uns ganz gut gesonnen ist, weil die wissen, was los ist in Deutschland. Jetzt die Polizeichefs weiter. Man verschwendet in die ganze Welt großzügig Steuergelder, aber bei unseren eigenen Sicherheitsbehörden wird gespart. Das haben die Menschen in Deutschland nicht verdient. So haben nur wir geredet, so redet nur die AfD, so redet jetzt auch die Polizei selbst. Wir unterstützen die Polizei, wo immer wir nur können. Wenn sie so offen sich äußert, hilft uns das auch. Weiter, unsere Antiterroreinheit GSG 9 geht das Geld aus. Es fehlt an allem, verantwortlich ist die Ampelregierung. In Zeiten, sagen die Polizeigewerkschaftschefs, in denen die terroristische Bedrohungslage so hoch ist wie nie zuvor, sollte in die innere Sicherheit investiert werden, statt in Radwege in Peru. Liebe Freunde, so reden wir. So redet jetzt auch die Polizei. So reden jetzt auch die Praktiker. Wir haben Recht gehabt. Und wir sind stolz auf diese Polizei, die den Mut hat, jeden Tag in diese Einsatzlagen zu gehen, mit Messer, mit Axt und diesem ganzen Ding. Und die noch fast den größeren Mut hat, sich politisch zu äußern und jetzt endlich mal zu sagen, was los ist. Liebe Polizisten, liebe Polizei, lasst uns gemeinsam diesen links-grünen Spuk im Land endlich beenden.